Jean, ich habe euch vor allem in der ersten Halbzeit etwas schwächer gesehen und doch habt ihr dann das Spiel für euch entscheiden können. Wie hast du es gesehen? Wir haben meiner Meinung nach die ersten 15 Minuten ganz gut gespielt und haben dann, wurden unsicher, haben ein bisschen das Selbstvertrauen verloren und das wurde in der Halbzeit dann angesprochen und das haben wir dann versucht in der zweiten Halbzeit umzusetzen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Also der Sieg verdient heute? Im Großen und Ganzen ja, weil wir auch die besseren Torchancen hatten, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wir haben versucht, Fußball zu spielen und die Busenbacher haben meiner Meinung nach erst dann versucht, Fußball zu spielen, als wir 2-0 geführt haben. Vorher haben sie es oft mit langen Bällen probiert. Ja, und wenn man sich die Torchancen, glaube ich, anguckt, dann waren schon mehrere auf unserer Seite. Also verdient, ja. Mit der Leistung zufrieden? Mit dem Tor? Ja, mit der Leistung eher nicht so. Ich kann auf jeden Fall besser spielen, aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben als Mannschaft, dass ich dazu beitragen konnte als Tor oder mit einem Tor. Und wir haben jetzt noch ein Spiel und dann werde ich versuchen, noch mal einen draufzulegen. Du hast dein schönes Tor angesprochen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du es gemacht hast oder wie ihr beide Tore gemacht habt, die sich ja schon geähnelt haben? Ganz oft heißt es bei uns immer nachrücken, nachrücken, nachrücken. Und von der 6 bis da vorne hin ist es schon ein langer Weg. Aber ich sag's mal so, wir haben so einen Spieler, den Marco Wildersinn, der schreit als wirklich immer nachrücken, nachrücken. Und dem seine Stimme habe ich gehört. Und vorbereitet ist er überragend. Ich laufe in den Rückraum, ja, die Flanke kommt auf den Kopf und dann halte ich einfach nur den Kopf hin. Und beim zweiten Tor ist es genauso. Es ist ein langer Weg, aber wenn man sie macht, dann wird man irgendwann dafür belohnt. Und ja, freut mich, mein erstes Tor die Saison. Ich bin KSC und ich bin ziemlich froh. Die Saison, das war ja das letzte Spiel der Hinrunde, soviel ich weiß. Dein Fazit? Ja, zufrieden insgesamt ja, aber es gibt so den einen oder anderen Punktverlust, der so ein bisschen schmerzt. Wenn man an Reichenbach denkt oder vielleicht auch jetzt letzte Woche in Schöllbronn, haben wir meiner Meinung nach immer wieder Spiele, wo wir eigentlich den Weg nach oben schaffen können und da bleiben wir ab und zu hängen. Ich bin zufrieden und ich glaube, mit den Voraussetzungen, die wir hier haben, werden wir eine gute Vorbereitung spielen und dann, glaube ich, in der Rückrunde noch einen drauflegen können. Das letzte Spiel vor der Winterpause steht an. Der Gegner heißt Kreuzingen. Was meinst du, was euch bei diesem Gegner und Spiel erwartet? Das war ja das erste Spiel und wir sind ganz gut gestartet, die Kreuzinger nicht so, aber man sieht so langsam, die sammeln ihre Punkte, die erarbeiten sich das und das wird mindestens genauso schwer wie heute. Ja, wir werden die Woche hart arbeiten, hart trainieren und dann wird es hier nochmal auf unserem Platz ein hartes Stück Arbeit, aber dann kommt die Weihnachtsfeier und das muss unsere Aufgabe sein. Wir müssen mindestens genauso viel arbeiten wie heute, so viel kämpfen und dann mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Jean, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Vielen Dank.